was in diesem Video passiert. Ich habe einen zweiten Doppelsprung, kann aber nicht zweimal springen. Ich wurde gescammt, Leute. Ich werde ja einfach gescammt von dem Spiel. Wir sind verflucht. Wir sind alle verflucht. Update Nummer 23. Wir haben eine neue Ozeanwelt. Wir haben Gem-Upgrades, die es ab der Swamp Island geben wird. Dann zwei neue Crafted plus zwei Rebirth-Pets. Krass. Ein Ausschnack mit 5 Pets, neue exklusive Haustiere, Robux-Egg und New Gem-Upgrades in der Time World. Lasst uns jetzt einfach mal schauen, ob wir hier reingehen können. Hier sind wir, gehen mal in die Zeitwelt-Lobby hier. Bam, und wir schauen jetzt mal. Da ist das neue Portal. Und wie viel kostet uns dieses Portal? Die Ocean World kostet uns 500 UD Edelsteine. Das ist genau der Preis, den ich, glaube ich, gestern gesagt habe. Kaufen wir uns das frei. Das ist ziemlich, ziemlich billig. Ab in die Ocean World, Leute. Ab da. Oh mein Gott. Und wir sind drinnen in der neuen Ozeanwelt. Schaut euch das an. Wir haben hier oben eine Insel, eine neue Insel. Dafür brauchen wir auch neue Doppelsprünge. Und der kostet mich 250 QVG, brauche ich dafür. Okay. Dafür muss ich ein bisschen farmen. Das geht aber halbwegs schnell. Wir haben hier auch noch eine Klicks-Chest. Die kann ich mir kurz gönnen. Hab da jetzt schon genug Klicks bekommen direkt. Und jetzt kann ich mir den Doppelsprung holen. Nice. Und es gibt auch noch einen dritten für 6,25 QIV. Da brauche ich ein bisschen mehr zu. Was kostet mich ein neues Rebirth-Pet? 350 UD an Gems. Da muss ich ein bisschen farmen. Plus hier haben wir ein neues Egg, ein Ocean Egg. Und da ziehen wir jetzt auch mal jedes einzelne Pet einfach mal ganz kurz raus. Soll ja nicht lang dauern. Ein Oktopus, sehr stark, das Legendary Pet. Oh, aber nicht das gute Legendary Pet anscheinend. So, uns fehlt noch das gute Pet, genau, der Robotic Shark. Jetzt haben wir schon mal jedes Pet einmal gezogen. Und der hat 25 SX, warte. Der hat 25 SX in Normal. Okay, ich ziehe jetzt ein paar von denen. Kann ich den auch craften? Weil das ist ein sehr, sehr starkes Pet. Und die Pets weiter oben werden ja noch stärker. Ich brauche noch 2 Stück von denen. Obwohl, nee, hier gibt es ja gar keine Crafting Station, oder? Nein, man kann den nicht craften. Safe kann man den nicht craften. Der hat eine 12%ige Chance. Das sollte ich jetzt ein, zwei davon schon noch ziehen können. Das ist übelst OP. Real Talk. Gib mal jetzt ein paar von diesen Sharks hier. Please. Sehr schön. Wir haben jetzt 4 von denen. Ich will jetzt ganz kurz schauen. Craften kann ich den hier nicht. Nee, nee. Aber ich kann ihn einfach mal hier glänzen machen. Und jetzt hat er 51 in Glänzen auf Level 1. Das ist krass. Das ist ein sehr, sehr starkes Pet. Real Talk. Hä? Ich habe mir doch gerade einen zweiten Doppelsprung gekauft. Hä? Ich habe einen zweiten Doppelsprung, kann aber nicht zweimal springen. Ich habe nur einen Doppelsprung. Ich komme nicht hoch. Ich wurde gescammt, Leute. Noch 5 QVG und ich habe genug für die nächste Welt. Hier, perfekt. Ich habe dafür jetzt erstmal 10 Dezillion an Rebirths bekommen. Das ist nichts. Und hier haben wir das neue Ei. Da haben wir ein Divine Pet mit 0,2%. Das ist ganz okay. 2 Legendary Pets, eins mit 3,3%. Das wird man craften können, das Divine auch. Ein paar epische, ein seltenes, 2 gewöhnliche und ein Secret Pet. Plus, wir haben den Wiedergeburten-Job mit den Juwelen-Upgrades hier, Leute. Schaut euch das an. Increase Divine Hedgeluck, will ich jetzt mal. Already Max Level. Ich kann das nicht maxen. Ich kann das nicht erhöhen, aber ja, das existiert anscheinend. Cool. Und hier gibt es noch die Wiedergeburten-Haustiere. Was gibt es da für ein neues? Es gibt die Radioactive Snail. Perfekt. Wie viel kostet mich eines dieser Eier? 3 TVG. Das ist absolut billig. Das ist absolut billig. Und wir haben hier ein paar Frösche und so drin. Oh, danke. Für die Cursed Dragonflies. Warte, ist das das Legendary Pet? Das ist ein Legendary Pet und hat 51 in Normal? Was ist hier los in diesem Spiel? Auf einmal alles OP geworden. Aber wir müssen jetzt einige gute Pets ziehen hier. Und dann gleich noch unsere Chancen weiter hochleveln, wenn wir ein paar Pets gezogen haben. Ich würde nämlich gerne ein paar mehr Gems haben, um mir Gem-Upgrades zu holen. Aber ich kann das einfach nicht machen. Ich habe auch noch nicht mal ein Legendary Pet gezogen. Okay, jetzt eine Cursed Dragonfly. Haben wir eine davon? Noch eine und dann kann ich die craften direkt. Eine einzige noch. Aber kann ich jetzt noch bitte eines dieser Fliegen bekommen? Ich habe jetzt schon 250 Eier gehatcht und habe eines von diesen bekommen. 1,3%ige Chance. Ich sollte das in circa 70, jedem 80. Ei bekommen. Und ich habe es einmal gezogen aus 270 Eiern. Heute ist mein Glück mal wieder nicht existent irgendwie. Junge, das kann doch nicht sein, dass ich keine Libelle beziehe. Real Talk nicht. Es muss doch möglich sein, eines von diesen Pets zu bekommen. Diese Chance, die da dasteht, stimmt nicht. 100% nicht. Kannst du mir nicht erzählen, dass ich eine 1,4%ige Chance eigentlich hätte. Clickbait, das Egg. Real Talk. Das ist einfach Clickbait. Ich habe jetzt gleich 400 Eier geöffnet und eine Fliege bekommen. Wir haben jetzt fast 500 Eier und ich habe auch noch kein Divine gezogen. Also das Spiel mag mich heute echt nicht. Wir haben jetzt nichts gezogen. Ich schaue jetzt gleich mal auf den anderen Server. Oder habe ich schon 4 von den Fliegen? Nee, ich habe 3. Ich habe Real Talk nur eine einzige gezogen. Auf zum Sumpf. Und weiter Eggs öffnen, Leute. 1,7% habe ich hier sogar. Hey, warum habe ich jetzt hier eine höhere Chance? 0,25% für das Divine. 1 zu 400 jetzt. Warte, warum habe ich alles auf Max? Upgrades funktionieren nur auf der Insel, auf der du sie kaufst. Warte, du musst für jede Insel die Upgrades neu kaufen. Oh, das wusste ich nicht. Das ist interessant.
Das heißt, sie werden für die nächsten Inseln auch teurer, aber ich habe alles Max. Perfekt. Das ist für mich kein Problem. 1,7%. Nice. Ich habe nicht einmal geupgradet. Und ich kann jetzt auch wieder einmal rebuffen auf entspannt. So, ich muss das zwar nicht unbedingt, aber ich würde es trotzdem gerne noch das Rebirth-Pad und so haben. Die beiden neuen Rebirth-Pads. Mal sehen, wie gut die sind. Und jetzt haben wir mal Glück. Weil wir haben jetzt eine 1 zu 400 Chance auf das Divine. Wir haben eine 1 zu 60 Chance auf das Legendary. Also wenn wir das jetzt nicht ein paar Mal ziehen und nicht heute noch gefühlt Rainbow machen können, dann weiß ich es halt wirklich nicht. Oh mein Gott, endlich habe ich die Cursed Dragonfly nochmal bekommen. Aber wenn das in Crafted auf Level 0 120 SX hat, dann hat das ja in Shiny circa 240, in Gold so 400 irgendwas. Und in Rainbow hat das 800 SX. Das hat ja knapp ein SP in Rainbow Crafted. Oder? Jetzt mal ganz, ganz kurz. Einfach mal hier craften. Das Legendary einmal craften und schauen, wie stark das ist. Und was für ein Pet es dann ist. Und zwar haben wir jetzt eine Crafted Cursed Strangfly. Ja, Mann, wie cool. Und das ist 122 SX tatsächlich. Okay, das ist mein bestes Pet sogar. Wie findest du mein Outfit? Oh mein Gott, er ist einfach ein Among Us. Ich liebe Among Us. Oh, wieder eine Cursed Dragonfly. Nach sehr vielen Eiern mal wieder. Ich glaube, wir sind alle verflucht, Leute. Oh, wir haben Eiglückskombination wieder von 250 Eiern. Wir haben in diesen 250 Eiern mit einer Chance von 1,7%, was jedes 65. Ei oder so ist, genau eine Cursed Dragonfly bekommen. Obwohl wir in dieser Zeit 4 bis 5 von denen bekommen hätten sollen. Ich weiß ja nicht, Clicker Simulator. Aber ich glaube, dieses Spiel scammt mich. Ich glaube, Clicker Simulator... Ich will es nur ganz klar in den Raum stellen. Es scammt mich. Ich werde hier einfach gescammt von dem Spiel. Wir sind verflucht. Wir sind alle verflucht. Der einzige Weg, um den Fluch wieder aufzuheben, ist zu liken und zu abonnieren. Sonst seid ihr für ewig verflucht und werdet nie wieder gute Pets im Clicker-Simulator ziehen. Ey, übrigens, wir haben jetzt schon über 400 Eier gezogen, schon wieder. Wir haben jetzt übrigens schon insgesamt über 1000 Eier gezogen und noch nicht ein einziges Divine-Pet bekommen. Aber das ist ja natürlich nicht schlimm, weil wir sollten nur ein Divine alle 400 Eggs bekommen. Deswegen ist das ja gar kein Problem, dass wir keine Divines ziehen heute, oder? Oder? Servers are restarting for an update. Okay. Vielleicht wird unser Luck jetzt gefixt. Ich hoffe es. Und wir haben sogar noch die Ei-Glücks-Kombination, obwohl wir den Server gewechselt haben. Und jetzt habe ich einen Cursed Dragonfly gezogen in Shiny direkt mal. Sehr, sehr stark. Das ist schon mal mehr Luck. Komm, können wir das bitte aufrecht halten? Jetzt auch ein Divine zum Beispiel, ein Shiny ziehen oder so. Darauf hätte ich jetzt wirklich Bock. Oder so ein Secret ziehen. Das wäre das Ding. Ich glaube, das war jetzt nur ein Glücksgriff. Ich bin immer noch verflucht. 600 Eier schon wieder geöffnet. Und nichts gezogen, Leute. Gar nichts. Also wirklich gar nichts. Es fühlt sich so an, als würde ich diese Pets gar nicht ziehen können. Als wäre es unmöglich für mich, diese Pets zu ziehen. Oh mein Gott, ich habe eine Butterfly gezogen. Dragonfly, genau. Wurde auch wirklich, wirklich Zeit. Und wieder eine Dragonfly. Nein. Zweimal fast hintereinander. Yeah, eine Cursed Dragonfly. Cool, wir lieben sie. Müllpets, Leute, Müllpets. Den ganzen Tag bekommen wir nur Müllpets. Es ist nicht mehr normal. Es ist überhaupt nicht mehr normal. Gib mir doch, ja, ganz ehrlich, gib mir jetzt ein Secret Pet. Ich hab's mir verdient. Ich würde sagen, für das, dass ich noch nicht ein einziges Divine Pet bekommen habe, habe ich mir das jetzt verdient, ein Secret Pet zu bekommen. Ich habe zwar jetzt eine Eiglückskombination von 5%, aber ich würde jetzt noch ein einziges Mal den Server wechseln. Nachdem ich mir jetzt hier dieses Rebirth-Pet hier gekauft habe, und zwar für 350 UD einen Cyborg-Fisch. Er hat tatsächlich schon mal, keine Ahnung, wo ist denn der? 15 SX, hey, das ist gar nicht so schlecht, wie erwartet. Wir sollten jetzt Luck haben. Wir werden jetzt auch Luck haben. Zu 100% werden wir jetzt alle Pets ziehen, die wir ziehen müssen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hättet ihr euch das jemals erträumen können? Eine Stunde. Es hat eine Stunde gedauert, um ein Pet mit 0,25%iger Chance zu ziehen. Und es hat 120 SX, ein Sapling Brood. 10.000 von denen existieren schon, okay. Bruder, kein Plan, was das darstellen soll. Aber nice, wir haben es endlich bekommen. Es hat so lange gedauert. 120 SX. Jetzt brauchen wir nur noch 3 andere von denen, um das einmal craften zu können und einen crafted Sapling Brood zu bekommen. Also zusammenfassend kann ich jetzt sagen, ich habe jetzt knapp 3.000 Eier gehatcht, würde ich sagen. Ich habe ein Divine Pet bekommen. Ich habe vielleicht so 10, 20 von diesen Cursed Dragonflies bekommen, was viel, viel, viel zu wenig ist dafür. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Das Spiel hat mich einfach gescammt. Was soll ich sagen? Ich wurde einfach gescammt oder ich bin verflucht. Eins von beiden ist es ganz sicher. Das war's jetzt aber auch mit dem Video. Schaut jetzt noch bei diesem coolen, eingeblendeten Video vorbei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.